liebe YouTuber. Heute zeige ich euch eine ganz neue Seite von mir. Und zwar, heute gibt es Presse. Die Zeitschrift Euro, die bringt einen tollen Artikel. Geht doch mal hier so ein bisschen rein. Ein Artikel, neue Serie, Bye Bye Bank. Sechs Aussteiger im Porträt. Und da ist genannt ein Ex-Barclays-Banker und die ehemalige Wertpapierhändlerin Margit Strahl. Blättern wir doch mal auf Seite 28. Und da hat liebe Michaela Stemper, eine ganz tolle Redakteurin, einen super Artikel geschrieben vom Leben nach der Bank. Und da gibt es dann hier auch ein kleines Porträt über mich mit einem Foto, das ich nach der Umstrukturierung einer Fondsgesellschaft meinen Blumenladen gemacht habe. Ich habe gekündigt und neu gestartet. Und wir machen jetzt heute mal eine kleine Lesestunde zur Abwechslung. Hier gibt es noch ein schönes Foto von meinem Laden, wie ich da auf meinem Holzdeck bin und auch auf der nächsten Seite. Und ich versuche das noch als PDF anzuhängen, aber ja, ich fand den Artikel herrlich geschrieben. Geschäftssüchtig war ich schon immer, erzählt die Schwäbin. Ich habe als 10-Jährige mit dem Verkauf von Tannenzweigen aus meinem Leiterwagen 100 Mark verdient und damals, das war kolossal. Aber der Blumenladen, der Weg zum Blumenladen, der hat erstmal über das Börsenparkett geführt. Also der ging nicht vom Leiterwagen in den Blumenladen rein. Ich habe bei Adig Investment gearbeitet und war bei der Commerzbank. Bin im Zuge einer Umstrukturierung, habe ich mich dann verändert, bin ausgeschieden. Und das Leben in der Bank, das war ganz, ganz toll. Aber der Abschied, naja, der Abschied war nicht so schön. Ich habe dort schöne Zeiten genossen und habe auch 2010 dann beschlossen, meinen eigenen Blumenladen zu machen. Hier bin ich und deswegen kann ich auch diese tollen Videos für euch machen. Habe dann natürlich überlegt, was ich weiter mache und habe dann den Laden eröffnet, aber nicht einfach so. Ich habe ein Jahr lang intensiv Praktika gemacht, habe Seminare gemacht bei einer Floristmeisterin und um dann diesen schönen Laden in der Altstadt von Königstein im Taunus zu eröffnen. Es haben einige gezweifelt, ich habe sie aber eines Besseren belehrt. Ich habe mich wirklich über alles, auch betriebswirtschaftlich, floristisch, ich habe mich total schlau gemacht. Mein Mann hat mich super unterstützt. Das muss ich auch nochmal ganz da klar betonen. Und auch in dem Artikel ist es so nett beschrieben, wie wir hier diesen schönen Tisch, die holprige Kopfsteinpflasterstraße hochgezogen haben. Das ist also alles sehr lang her und das war ein langer Weg. Aber es hat sich alles gelohnt und wir sind ein fünfköpfiges Team hier im Laden und es sind alles super Frauen, die mich unterstützen. Wir sind Hausflorist von vielen Hotels und Restaurants in Königstein. Und ja, in dem Artikel ist natürlich auch hervorgehoben der YouTube-Kanal, den ich heiß und innig liebe. Und ja, wo ich mich auch immer freue. Und an dieser Stelle auch vielen Dank für eure Treue und für die vielen, vielen Abonnenten. Und erzählt mich weiter. Dann wird auch noch meine schönen Google-Bewertungen, auf die ich auch sehr stolz bin und an denen ich sehr arbeite. Ja, und dann ist natürlich noch ein kleiner Ausschnitt zu meiner Freizeit, dass nach dem langen Tag im Laden auch die Tennistasche bereitsteht, weil ich auch leistungsmäßig Tennis spiele. Ja, all dies ist in dieser Zeitschrift und also auf meiner Homepage werde ich auf jeden Fall den Artikel noch einscannen. Habe es jetzt noch nicht geschafft, aber das kommt. Und das war heute ein kleines Porträt von Margit und ihrem bisherigen Leben und was alles so kam. Ja, wie gesagt, ich danke euch für eure Treue und demnächst gibt es wieder Floristik-Videos und ich wünsche euch einen wunderschönen sommerlichen Tag. Tschüss!